diesem Video möchte ich euch einen kleinen, aber sehr hilfreichen Tipp zur Winkelbemaßung mitgeben. Beim Einfügen einer Winkelbemaßung über Hinzufügen, Bemaßung, Winkel oder den Shortcut A wähle ich zwei Kanten aus, bestätige mit rechts und setze die Bemaßung dann auf einen der vorgeschlagenen Punkte ab. Hier passiert sehr rasch, dass, wenn ich außerhalb der Kante klicke, der Außenwinkel gesetzt wird und ich so in meiner routinierten Arbeit den Winkel falsch setze. Dann muss ich den wieder aktivieren. Mit 7 für Strecken kann ich die Bemaßung wieder umsetzen. Um das zu verhindern, gibt es aber einen Shortcut. Ich wähle A für Bemaßung, wähle die zwei Punkte aus, bestätige mit rechts und finde unten nun A, die Position der Bemaßung fixieren. Somit kann ich in dem Moment, in dem der Innenwinkel gesetzt ist, A drücken und jetzt spielt es keine Rolle mehr, ob ich mit dem Cursor innerhalb oder außerhalb der Linie bin. Die Bemaßung wird immer innen platziert und es lässt sich somit das Absetzen auf der falschen Seite verhindern. Übrigens lässt sich die Neigung auch noch anders darstellen. Ich wähle A, ich finde unten die Option Dollar für Steigungsverhältnis. Ich fahre dazu mit dem Cursor auf die Linie, wähle Dollar und bekomme das Steigungsverhältnis so dargestellt. Oder was eher häufiger genutzt wird, ist die Neigung mit Pfeil, welche ich unten als Option mit S finde. Auch hier fahre ich mit dem Cursor auf die Linie, wähle S für Neigung und setze unten den Pfeil ab. Diese Bemaßung wird mir aktuell ebenfalls in Grad angegeben. Hier kann ich sehr einfach rechts auf Prozent wechseln, wenn ich die Neigung in Prozent anzeigen möchte. Ich hoffe, auch diese Tipps zur Winkelbemaßung unterstützen euch bei der alltäglichen Arbeit.